Jo Leute, was geht ab? Ich muss euch was gestehen und zwar, ich bin vom Fahrrad gefallen. Ja, geiles Intro, das war gerade Davids Idee. Musti, was sagst du dazu? Wir haben heute einen Gast, den ihr nicht sehen könnt. Musti, wie geht's dir? Bestens, danke. Ja? Schön, schön. Ja, die beiden, Musti und David, sind auch vom Fahrrad gefallen. Heute geht es nämlich darum, warum du nicht aufgeben solltest und was wir von Kindern lernen können, die gerade das Fahrradfahren lernen. Wenn du dich jetzt wunderst, warum meine Strähnen weg sind, hey, das ist ganz logisch. Die Sonne war 2 Tage weg und zack, sind die blonden Strähnen weg. Egal, so viele andere Themen. Ich freue mich auf dich. Mein Name ist Bio. Nach einem kurzen Intro geht's direkt los. Bam, bam! Ja, wir drei sind alle schon mal vom Fahrrad gefallen. Und ich glaube, jedes Kind ist schon mal vom Fahrrad gefallen. Und zwar genau dann, wenn man es lernt gerade, das Fahrradfahren. Ich glaube, ich war so 5, 6 Jahre alt, als mein Vater mir das Fahrradfahren beibrachte. Er hielt immer hinten mich so am Sattel fest und ich war mir ganz sicher, dass er immer da steht. Und zum ersten Mal war ich ziemlich sicher und fuhr so geradeaus, so 200, 300 Meter. Und irgendwann bemerkte ich, dass mein Vater das längst losgelassen hatte. Und in diesem Moment bin ich umgefallen. Ihr kennt das vielleicht, genau die Situation. Du fühlst dich sicher, du weißt, du wirst gerade festgehalten und plötzlich merkst du, dass du nur noch auf dich alleine gestellt bist. Schon wirst du unsicher, die Angst packt dich, du erstarrst quasi, bam, und fliegst auf die Fresse. Aber Kinder machen immer weiter und Inder auch. Und Inder auch. Und deswegen habe ich immer weitergemacht. Ich habe immer weitergemacht. Weißt du auch warum? Weil der Wunsch, Fahrrad fahren zu können und endlich auf dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, viel größer war, als die Angst wieder hinzufallen. Denn ganz ehrlich, was ist die Angst? Die Angst entsteht, wenn du etwas nicht weißt oder etwas nicht kennst. Dann hast du Angst. Du hast Angst vor Dingen, die du einfach nicht kennst oder von denen du nichts weißt. Das Geile ist, du kannst beides ändern. Du kannst lesen, du kannst dich informieren, du kannst mit Leuten sprechen und schon weißt du etwas über Dinge, die dir sonst Angst machen würden. Andererseits kannst du Erfahrung sammeln. Wenn du etwas nie gemacht hast, dann hast du Angst, weil es ist etwas Neues. Du musst deine Komfortzone verlassen und das macht dir Angst. Also beide Dinge kannst du ändern. Und genauso ist es auch beim Fahrradfahren. Du hast vielleicht Angst gehabt, aufs Fahrrad zu steigen. Okay, du hast dich informiert. Okay, theoretisch müsste es so klappen. Du trittst in die Pedale, du guckst geradeaus, du hältst dein Gleichgewicht. Bringt nicht viel, die Theorie, denn du musst dich draufsetzen und losradeln. Und dann machst du Erfahrung. Also, egal was du tust, denke an dieses Kind, das so viel Bock hat, endlich Fahrrad zu fahren. Diese Lust ist so groß und diese Leidenschaft können wir für jede Sache erzeugen. Du willst zum Sport? Erzeuge diese Leidenschaft, die dich dorthin bringt. Du musst diese Klassenarbeit schaffen. Erzeuge diese Leidenschaft und visualisiere das Ziel und stell dir vor, wie geil es sich anfühlt, wenn du es gepackt hast. Du musst durch irgendeine unangenehme Aufgabe. Was gibt es denn zum Beispiel, Musti? Hast du irgendein Beispiel? Unangenehme Aufgabe. Ja. Nix, ne? Musti, ey, der hat ein Leben, der Junge. Traumleben. Ihr seht den nicht. Der sitzt hier vorne mit so einer Krone, völlig entspannt. Daneben steht sein Diener, wählt ihm so ein bisschen zu. David, hast du schon mal eine unangenehme Aufgabe gehabt? Ja, deine Videos zu machen. Meine Videos zu machen, genau. Guck mal, die Videos zu machen ist eine mega unangenehme Aufgabe für David. Aber er stellt sich vor, das ist kein Witz, das stellt er sich wirklich vor. Denn in seinem kreativen Geist stellt er sich das Endresultat vor. Und stellt sich vor, boah, diese Effekte und diese Soundeffekte und die. Und er kann mich noch so ein bisschen bearbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, in seinem Kopf ist nicht die Aufgabe oder die Angst, dass er irgendwie jetzt boah, so viel Zeit damit verbringen müsste, sondern er sieht das Ergebnis und das pusht ihn nach vorne. Geiles Beispiel, David. Ja, er weiß schon, was er wegschneiden wird auf jeden Fall. Also, fokussiere dich auf das, was du willst und erzeuge Leidenschaft für das, was du haben möchtest. Hab keine Angst. Wenn du Angst hast, dann stell dir den Worst Case vor, also den schlimmsten Fall. Beim Fahrradfahren ist es ziemlich deutlich, der Worst Case ist ein blutiges Knie. Okay, wenn du auf der Autobahn das Fahrradfahren lernst, dann ist es vielleicht der Tod, aber das solltet ihr eh nicht machen. Also bitte nicht, liebe Kinder, auf der Autobahn Fahrradfahren lernen. Also blutiges Knie ist der Worst Case. Okay, das Knie ist blutig, so what? Also wenn du dir das vorstellst und stell dir wirklich vor, dieser Worst Case, dieser schlimmste Fall ist eingetreten. Also wirklich, lass es einfach wirken auf dich. Stell dir vor, dein Knie ist blutig. Okay. Tut ein bisschen weh, brennt ein bisschen. 2 Tage später, der Schmerz ist weg und wir sind Wunder der Natur, alles ist wieder verheilt. Und genauso ist es für alles. Was ist der Worst Case, wenn du durch eine Klausur fliegst? Du musst sie nochmal machen. Was ist der Worst Case, wenn du eine schwierige Aufgabe hast
Stell es dir genau vor, weil in dem Moment, wo du es dir vorstellst, dass es passiert ist, hat dieser Worst Case oder hat diese Sache die Macht verloren über dich. Du hast Macht über die Situation gewonnen. Das ist ganz, ganz easy. Wenn ich auf eine Bühne gehe, stell ich mir vor, wie alle Leute anfangen zu buhen und Tomaten schmeißen und Unterwäsche schmeißen. Nein, machen sie nicht. Und wenn einfach, also ich stelle mir wirklich vor, wie die Leute mich ausbuhen. Und dann stelle ich mir wirklich vor, es ist Tatsache, es ist passiert. So, was Schlimmeres gibt es nicht. So. Und wenn du es akzeptiert hast und es dir vorgestellt hast, dann hast du die Macht über die Situation gewonnen. Weißt du auch, warum Kinder nicht aufgeben? Sie vergleichen sich nicht so oft wie erwachsene Menschen. Hast du Kinder mal beobachtet beim Fahrradfahren? Sie schauen nicht auf die anderen. Denn wenn du auf dem Fahrrad sitzt und auf andere schaust, dann fährst du automatisch in diese Richtung. Vielleicht kennst du es vom Autofahren. Wenn du nach links schaust, du hast automatisch so einen Linksdrall drauf. Wenn du geradeaus schaust und dich da vorne fokussierst und dich auf dich fokussierst vor allen Dingen, dann bist du im Gleichgewicht. Also Kinder vergleichen sich nicht. Wenn die andauernd auf Kinder schauen würden, die schon längst Fahrrad fahren können, dann wären sie vielleicht irgendwann entmutigt und würden aufgeben. Erwachsene sind ungeduldig. Wir schauen ganz häufig nach links und nach rechts und wir vergleichen uns mit anderen Leuten. Wir haben eine Aufgabe, wir möchten irgendwas erreichen, wir möchten vielleicht einen beruflichen Aufstieg haben, wir möchten vielleicht einen bestimmten Körper haben, wir möchten eine Partnerin haben, wir möchten eine Weltreise machen. Wir fangen an, Leute anzuschauen, die das schon haben. Oh, der hat das Auto, was ich haben möchte. Und der hat die Partnerin, die ich haben möchte. Also eine vergleichbare Partnerin. Vielleicht auch die Partnerin, wer weiß. Der ist schon an diesen Orten der Welt gewesen, wo ich eigentlich unbedingt hin möchte. Und was macht das Ganze? Wir werden unglücklich. Wir werden unglücklich, weil du vergleichst dich ja niemals mit Leuten, die etwas nicht haben oder die etwas wollen, was du bereits hast. Könntest du ja auch machen. Das macht aber auch keinen Sinn. Also Vergleichen an sich macht einfach unglücklich. Vergleichen ist einfach total sinnlos. Vor allen Dingen macht Vergleichen unglücklich. Und du gibst schneller auf. Also ein Kind würde aufgeben, wenn es sich vergleicht. Deswegen vergleich dich nicht. Wenn du ein bisschen länger brauchst, ist okay. Wenn du ein bisschen schneller bist, ist okay. Das ist dein Leben und dein Weg entsteht dadurch, dass du ihn gehst oder halt fährst. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt mit diesem Video. Vielleicht fängst du auch nach dem Video das Fahrradfahren an. Wer weiß, schick mir auf jeden Fall ein Bild an me@bion.de von deinem ersten Versuch auf dem Fahrrad. Wenn ihr wissen wollt, wie Prinz Mustafa aussieht, dann schreibt unter das Video in die Kommentare: Prinz Musti, bitte offenbare dich. Okay, David ist sowieso im nächsten Video, aber den könnt ihr auch trotzdem noch grüßen, weil ihr habt ja gehört, er macht eine harte Phase durch mit diesen Videos und dem Schneiden. Er kann auf jeden Fall ganz viel Trost gebrauchen. Deswegen grüßt auch David, grüßt Musti und grüßt David. Und ich hoffe, dass du irgendwas mitnehmen kannst für deine Aufgaben. Was auch immer, bleib dran, gib nicht auf. Wir können so viel von Kindern und Indern lernen. Gib mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn dir das Video echt gefallen haben sollte. Ich liebe deinen braunen, weißen, grünen, orangenen Daumen. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann check auch diese beiden Videos ab hier. In diesem Video geht es nochmal ganz spezifisch um das Thema Angst. Und in diesem Video lernst du, wie du geduldiger werden kannst. Abonnier meinen Kanal, einfach hier auf meine braune Fresse klicken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bye.